Moin und willkommen zurück zu Satisfactory in der 1.0 und ich bin wieder da. Es ist fast gar nicht aufgefallen, dass ich weg war. Leider hat ein Tag gefehlt. Naja, ist so, kann man nichts machen. Aber jetzt geht's definitiv weiter. Beim letzten Mal sind wir bei den additiven Steuereinheiten stehen geblieben, beziehungsweise haben die eigentlich schon fertig gemacht. Da hat jetzt bloß noch das Förderband gefehlt mit den schweren modularen Rahmen. Das habe ich jetzt eben noch verlegt. Das kommt von hier. Das müssen wir noch ein bisschen schöner machen. Aber das kommt von da hinten und fließt jetzt da rein. Das heißt, auch die sind komplett automatisiert. Dann habe ich mir ein paar Sachen überlegt, die ich jetzt dann so nach und nach anfangen würde. Und zwar fangen wir jetzt direkt an, dass wir erstmal hochgehen und uns das Quarz von oben holen. Allerdings nicht so, wie ich das ursprünglich gebaut habe mit Zickzack. Das war eigentlich eine ziemlich gute Idee von euch. Man kann das hier auch in einem 45-Grad-Winkel nach hinten ziehen. Dann habe ich nicht die ganze Zeit diese Kurven drin. Müssen bloß aufpassen, dass wir dann am Ende des Tages hinten an der Felswand den 45-Grad-Winkel wieder bereinigen, dass wir da überall gleich sind. Genau, und dann würde ich gerne, ich weiß jetzt nicht, ob wir das dann gleich danach machen oder etwas später, auf jeden Fall werden wir es machen. Irgendwo, da weiß ich auch noch nicht ganz sicher, wo wir das machen, vielleicht hier hinten in dem Grat, da bietet sich es eigentlich an, aus Kohle nochmal Strom machen. Meine Idee ist, ungefähr zwischen 800 und 1000 Megawatt mit Kohle nochmal Strom zu machen, die dann in diesen zweiten Kreislauf mit reingehen. Weil Stand jetzt ist es ja so, dass wir die Anlagen laufen eigentlich alle zu 100%, dass wir hier noch Schwankungen haben. Das liegt unter anderem daran, dass, glaube ich, noch ein oder zwei Schredder nicht am zweiten Kreislauf angeschlossen sind und halt der ganze Zug. Ja, der braucht halt 500 Megawatt plus der Zug an sich selber auch noch. Da haben wir definitiv Schwankungen drin und das würde ich gerne ausmerzen. Der Plan wird sein, dass ich von hier, das geht ja, das können wir ja ganz einfach machen, einfach eine Stromleitung an der Decke von der oberen Etage, was hier unten dran, hinterziehen und den Strom, den Zug, den ganzen Bahnhof über den zweiten Stromkreislauf laufen lassen. Und dann sehen wir auch am Ende des Tages, ob alles zu 100% läuft. Wir haben immer noch das Problem mit dem Eisen hinten. Da müssen wir mal gucken, aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist, weil ich sage jetzt mal so 500 bis 600 oder eher so 600 bis 700 Megawatt Schwankungen sind normal und wir haben ein bisschen mehr. Kommt ein bisschen drauf an und da müssen wir gucken. Irgendwas passt da noch nicht ganz genau, aber da ich jetzt nicht weiß, wie viel es ist und wo vor allem, müssen wir mal gucken. Es gibt auch eine Mod, Effizienz-Checker, könnte ich mir vielleicht mal anschauen. Ich will allerdings nicht so viel Mods reintun. Wie schon gesagt, soll auch jeder, der Quereinsteiger ist, mitkommen und nicht überschlagen werden, weil alles anders ausschaut wie bei seinem Spielstand, der gar keinen Mods nutzt. Deswegen, ja. Übrigens, Mods, es ist wieder eine Woche vorbei und es sind sehr viele neue Mods dabei. Und einen habe ich mir wieder geholt. Es fehlen jetzt noch zwei, die ich haben wollen würde, wenn sie denn überhaupt noch kommen. Und zwar ist das der Mod Crash Site Beacons. Ich werde das, die ganzen Mods, die ich jetzt habe, das sind ja Stand jetzt zwei Stück. Einmal die Container-Screens und das hier jetzt werde ich in die Info unten reinhauen. Wir sehen es, wenn wir die Karte aufmachen, haben wir hier diese ganzen roten Punkte. Und das sind die Absturzstellen, die wir noch nicht geholt haben. Früher war es tatsächlich so, also vor dem Update, dass wenn ich drüber gehovert habe über so ein Zeichen, dann wurde mir auch gesagt, was ich brauche, um die zu öffnen. Das ist jetzt nicht mehr so. Ist nicht so schlimm. Es erleichtert mir bloß, wenn wir nochmal eine Tour machen, den zweiten bzw. dritten Bildschirm, weil ich könnte ja theoretisch auch über den Satisfactory-Kalkulator gucken, wo sind die Absturzstellen. Aber ich habe ja keinen Platz. Auf dem zweiten Monitor läuft OBS und rechts habe ich keinen Platz mehr. Das heißt, das erspart mir das. Und das Gute ist, wir können das mal hier testen. Wir gehen drauf und setzen einfach mal Markierung hervorheben. Übernehmen das und dann sehen wir da hinten, ne, den Strahl. Und genau da ist die Festplatte. Es macht es einfach bloß ein bisschen angenehmer, die zu suchen. Und ja, wenn wir dann nochmal eine Tour machen, was wir auch bald machen sollten, weil einige Alternativrezepte hätte ich noch gerne, dann müssen wir mal schauen, dass wir das noch irgendwie unter Dach und Fach bekommen. So, viel gelabert wieder. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal die, beziehungsweise wir holen uns jetzt die Stahlbetonträger für die MK4-Bänder. Übrigens da auch Info von euch. Ich könnte vorübergehend mit den Summers Loops die Produktion erhöhen. Und sobald wir dann bei den MK5-Bändern sind, könnte ich das wieder rückgängig machen. Problem ist, ich brauche halt zwei Stück, schmeiße ich weg. Ich brauche halt zwei Stück für den Fabrikator und ich habe halt bloß einen. Das heißt, wir müssten eigentlich noch einen suchen.
Aber bekommen wir hin. So, Foundations habe ich genug dabei. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hinter. Dann zeige ich euch das, wie ich das hier gemeint habe. Mit dem 45-Grad-Winkel. Weil wir hatten ja halt echt Zickzack. Und das hat halt dumm ausgeschaut. Genau, also wir gehen jetzt hier hin. Und Plan war ja auch, dass wir das mit 3 Foundations breit machen. Machen wir jetzt erstmal nur mit einer. Das habe ich hier schon so gemacht. Weil da kommt ja dann später auch noch das ganze Zeug. Bauxit und so weiter und so weiter. Und wir haben vielleicht oben auch noch die eine oder andere Sache, die wir brauchen. Schwefel oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Dass wir das dann herführen müssen. Problem ist halt, von da oben mit dem Zug hierher wäre schon praktisch. Allerdings haben wir halt verdammt viel Höhenmeter. Und ich bin kein Freund von dieser Spirale. Habe ich sonst immer gemacht. Aber weiß ich nicht. Also diese Zugspirale, da müsste man einmal komplett außen rum fahren. Und das ist dann auch irgendwie, ja, nicht so geil. Aber vielleicht mache ich es. Ich habe es gesehen, bei mir im Discord hat einer sogar einen Blueprint hochgeladen. Vielen Dank dafür, also mit der Zugspirale. Da kann auch gerne jeder mal reinschauen. Irgendeiner wollte mich angreifen. Naja, was soll's. Ja genau, wir kommen auch relativ ordentlich da hinten an, das passt. Und das mache ich dann einfach weg, wenn es soweit ist, genauso wie hier. Das stört jetzt erst einmal nicht. Aber wir sehen, hier ist eine Festplatte. Wir gucken uns das mal an. Also wie schon gesagt, früher war das so, dass da noch dabei stand, was ich brauche, um die zu öffnen. Das ist jetzt nicht mehr so, da oben drauf. Vielleicht kommt das noch. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir erstmal wissen, wo sie überhaupt alles sind. Das ist natürlich ein bisschen, gut, mit einem Schwebelocksack und einem Jetpack geht das, gefährlich hier runterzubauen. Kann das sein, dass es hier anders ausschaut? Das ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Seit wann ist hier so ein kleiner Fluss? Weil der geht jetzt hier runter mit dem Wasserfall, hier runter. War das davor auch schon so? Weil das ist die Uranhöhle. Da war auch kein Wasser drin, oder? Komisch. Also wir müssen die Augen auch offen halten für einen Summer Sloop. Ich glaube, man kann auch den Fabrikator mit nur einen betreiben. Dann ist die Effizienz aber nicht ganz so groß. Ja, müssen wir mal schauen. Dass wir einfach jetzt kurzzeitig ein paar mehr Stahlbetonträger bekommen für die MK4-Förderbänder. So, die hole ich mir. Gut, und was wir vielleicht auch mal machen sollten. Ich weiß gar nicht, wo wir das freischalten, aber ich glaube in der nächsten Stufe. Ich habe immer noch keinen Schutzanzug. Ist das normal oder bin ich... Kommt der erst tatsächlich so spät? Bei Mycelium hier vielleicht? Nee, glaube ich nicht. Gut. So, Sprengung. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir so nah wie möglich rangehen. Da ist der Höhleneingang, da waren wir letztes Mal drin. Glaube nicht, dass ich hier einen Überhang drin habe. Ne, hier geht das. Okay, gut, passt. Wir kommen wahrscheinlich oben direkt beim Gift raus. Aber das können wir ja theoretisch wegsprengen. Ja, nee, wir gehen nicht noch eine Wand näher ran. Genau, das passt so. Das habe ich wieder vergessen mitzunehmen. Wie immer, klar, Strom. So, wir holen uns mal die Festplatte da oben jetzt auf jeden Fall. Wir müssen uns da bloß fix hochbauen. Aber mit dem Schweberucksack bzw. mit dem Jetpack ist das jetzt nicht mehr so ein Problem. Das hier war natürlich, ja. Ah, Moment mal. Moment mal, das können wir so gar nicht machen. Wir müssen jetzt hier den... Ich habe es vorher noch gesagt. Wir müssen den 45-Grad-Winkel wieder ausgleichen. Ich könnte es auch oben machen. Nee, wir machen das hier. Die Frage ist, wie bekommen wir das jetzt am blödsten hin? Theoretisch ist meine Base so ausgerichtet. Nee, wir müssen... Müssen das anders machen. Dann kommt die hintere Reihe jetzt mal weg. Genau, weil theoretisch kommt ja von hier noch die Reihe.
Und von hier. Dann geht's 1, 2, 3 hoch. Nee. Moment, dass wir das ordentlich haben. 1, 2, 3. Jetzt sind alle drei Foundations angeschlossen. Okay, dann kann das da hinten weg. Da muss ich eh gucken, wie ich das mache, dass ich das, die ganzen Überschüsse hier wegmache. Aber da gibt es dann die Dreiecke und so weiter. Das geht dann schon, hier auch. Genau, dann geht es dahinter. Dann müssen wir hier mit drei Reihen nach oben gehen. Und in der mittleren soll jetzt erstmal das ganze Quarzzeug kommen. Jetzt wird es jetzt sehr eng. Geht. Genau, dann passt das. Was natürlich ein Problem werden könnte, da müssen wir mal schauen, vielleicht brauchen wir hier einen kleinen Bauch. Weil wenn hier die Förderbänder runtergehen, dass ich die hier auch gleich wieder vernünftig gerade bekomme. Ich meine, ja. Gerade hier außen. Ja, man könnte sie dann auch hier runterführen. Ja, müssen wir mal schauen. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall wieder richtig ausgerichtet. Wir sehen es auch daran, an der Foundation. Theo, nee. Nee, das haben wir ja Freestyle gelegt, okay. Aber jetzt passt das eigentlich, hoffentlich wieder. Müsste eigentlich. 45 Grad Winkel, ja, passt. Gut, aber wir gehen jetzt erstmal nur mit dem mittleren hoch. Ja, vielleicht sollten wir die anderen beiden dann doch mitnehmen, dass ich das oben dann wieder richtig machen kann. Und hoch. Ja, das kann sein, dass wir das dann vielleicht nochmal eventuell verkleiden mit dem Gebäude außenrum. Also mit einem noch größeren Gebäude. Aber es schaut schon viel besser aus, wenn es einfach nur gerade ist. Ah, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir noch hoch müssen. Schon noch ein Stück. Ja, und die Festplatte holen wir uns dann gleich noch. Ich denke, viel weiter als so müssen wir nicht. Ja, vielleicht noch eins. Ja, genau. Hier. Hier und dann gehen wir einfach. Rüber. Hier wird es verdammt eng, aber das geht noch. Genau, und da oben drauf, weiter hinten, ist da ein Bauxit. Aber das brauchen wir noch nicht. So, dann passt das. Oh, wir sind vielleicht sogar tatsächlich... Shit. Ein Müh zu tief. Ja. Machen wir nochmal anders. Mist. Wenn ich jetzt hier so ziehe. Jetzt wären wir nämlich nochmal genau einen Meter höher. Dass ich wenigstens halbwegs drüber komme. Ja, so können wir es lassen. Würde ich sagen. Könnten natürlich noch höher. Dann bekomme ich aber hinten Probleme. Schauen wir mal. Also am Quarz dann. Dass ich zu hoch bin. Gut, den Stein können wir wegsprengen. Das ist nicht so schlimm. Ja, wir machen es so. Das müsste passen. Ja, heute ist Foundation-Legtag. Sonst ist es immer Splitter und Fusionator. Jetzt ist es mal Foundation. Aber wir gehen bis daher. Und dann bauen wir mit der dicken Foundation weiter, dass der Boden bedeckt ist. Und ja, der in der Mitte ist ja wurscht. Wenn links und rechts bedeckt ist, passt das.
Gut, also wir schauen mal, dass wir den Stein hier wegbekommen. Eigentlich müsste es gehen. Ganz genau, und den Baum da auch noch. Ein bisschen arg kurz, passt. Och, da war ein Dogo drin. Jetzt habe ich leider dein Zuhause kaputt gemacht, tut mir leid. Also, Munition habe ich am Start. Aber da dürfte eigentlich, doch, da leben tatsächlich. Das sind die, die resistent sind, genau. Die haben genug Munition dabei. Ich hole mir jetzt die Festplatte. Da sind wir schon 10-mal drüber geflogen. Das sind die, die schießen können. Ja, und da hinten kommt auch noch so einer, geil. Oh, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ist der mittlerweile schon tot? Dieses Mal passe ich auf, dass ich nicht abstürze. Und der ist auch tot, jetzt auch den. Die machen hier halt gar keinen Schaden mehr. Aus. So, der da hinten lebt, aber noch der ist festgebackt. Rüttelst du dich jetzt? Ja, das ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Die Tiere verhalten sich ein bisschen merkwürdig. So, ich guck mal drunter, ob ich da irgendwo ganz zufällig einen Summer Sloop sehe. Aber eigentlich nicht, weil wir sind ja von hierher geflogen. Gut, ich könnte meinen Teil benutzen, um zu suchen. Aber es ist auch nicht so schlimm. So, du kommst mal weg. Dann passt es. Ich glaube, du brauchst Stroh. Oh, da ist nochmal einer, habe ich nicht gesehen. Warum ist eigentlich hier noch Gas? Und hier auch. Dauert das einfach bloß, bis es weggeht? Auch einfach bloß voröffnen. Ich war mir ziemlich sicher, dass der Strom braucht. Weil ich erinnere mich, dass wir beim letzten Mal von da das Stromkabel hergezogen haben. Ist das jetzt weg? Doch mal da nicht mehr so viel? Komisch. Aber gut, Strom... Nee. Okay, jetzt... Ich habe ja immer mit... Strommasten markiert, damit ich weiß, dass ich bei der Abschlussstelle schon war. Jetzt mit der Mod brauche ich das nicht mehr machen, weil jetzt ist das Zeichen weg. Da weiß ich, da ist nichts mehr. Der nächste wäre theoretisch hier da hinten. Und so macht das Suchen halt viel mehr Spaß, beziehungsweise ist sehr viel effizienter. Gut, da haben wir die. Die hauen wir gleich direkt mal rein. Festplatte starten, bam. Gut, schwer. Oh, Steuerstäbe. Die haben wir gebraucht für irgendeine Festplatte. Mitnehmen. Alurahmen nehmen wir mit. Brauche ich nicht. Turbodraht eigentlich auch nicht. Gut, passt. Leichenteile. Also. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das irgendwie angeschlossen bekommen. Vernünftig. Da hinten wäre die Abschlussstelle. Direkt da hinten, gar nicht weit weg. Da sind wir sogar drüber geflogen, ich habe es nicht gesehen. Jetzt schauen wir mal, ob der wieder respawned ist. Hier? Nee. Okay, gut. Das sind sogar so noch seine Leichenteile da. Passt. Ich habe jetzt leider nicht so viel Platz in den Taschen. Fast gar nichts. Das heißt, ich werde jetzt hier mal ganz kurz... ein bisschen abseits ein kleines Lager hinstellen, dass es beim Bauen auf gar keinen Fall stört. Und hier mal ein paar Sachen reinschmeißen. Ah, ein Stack behalte ich mal kurz. So. Dann nehme ich dich mit. Das sind die Schilder von der Mod, die verschwinden wieder irgendwann. Also, ja, genau. Ganz genau, ich bin am Überlegen, aber ich hätte gerne die Produktion zum Quarz-Sand schon unten. Also ich würde gerne hier
tatsächlich nur das Kristall runterbringen und unten weiterverarbeiten. Wir haben halt eigentlich noch überhaupt gar keinen Nutzen dafür. Also ich schon für die Fenster, aber das ist minimal, das ist wirklich lächerlich. Aber wir müssen es trotzdem irgendwann machen. Ich denke mal, beziehungsweise, ich glaube, für die Quarzoszillatoren brauchen wir es doch sowieso schon. Wenn wir sie können, die können wir noch gar nicht. Aber wir könnten da zum Beispiel das Alternativrezept nutzen. Und wir können auch einfach mal nachgucken. Zwar habe ich wieder eine Kiste bekommen. Was wir aus Quarzsand aktuell machen können. Okay, also wir können aus dem Rohquarz das hier machen. Also Quarzsand, okay. Ja, das werde ich nicht automatisieren. Das macht sehr wenig Sinn. Und Beton ist jetzt bloß die. Ja, weil das jetzt aus dem Netzwerk kam, das Kunststoff. Weg damit. Kisten, ich liebe sie. Ein, wahrscheinlich reicht mir der Quarzsand bis zum Umfallen. Und dann kommst du auch noch weg. Nehmen wir gleich. Wir schließen gleich mal beide an. Ja. Also. Halt, wir nehmen die dicke Foundation. Das passt sogar noch besser. Das war schon gut, dass wir nochmal 1 Meter hochgegangen sind. Zack, zack, wir werden, also anschließen werden wir sie, aber noch nicht wirklich betreiben, weil wir, wenn einen betreiben und dann auch den auch ganz, ganz wenig, dass wir da nicht, dass der nicht voll läuft die ganze Zeit und Stromschwankungen produziert. MK2 Miner können wir bauen, perfekt. Den drehen wir am besten so hin. Was bist du eigentlich für eine Quelle, hätte ich schauen sollen, ja. Also wir gehen davon aus, dass wir das früher oder später komplett übertakten. Das heißt 600, 1200 mit MK2 Miner. Das heißt, egal wie wir es machen, wir bekommen später noch einen MK3 Miner. Egal wie wir es machen, wir brauchen sowieso 2 Förderbänder. Dann würde sogar nicht mal das neue MK6 Förderband herhalten. Weil ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das macht um die 1200 pro Minute. Und wir sind jetzt schon bei 1200 und da kommt der MK3 Miner noch. Also wir brauchen so oder so 2 Förderbänder. Gut, und ich brauche auf jeden Fall auch noch mal nicht die Mähen. Eins, zwei. Wir haben eh Zeit, weil wir müssen warten, bis die Weltraumliftteile fertig sind. Von daher passt das. Ist jetzt nicht zwingend notwendig, dass wir das jetzt machen. Aber wir müssen es sowieso machen und somit haben wir auch gleich schon mal ja diesen, ich sage es mal, ekelhaften Part abgeschlossen, dass wir hier oben alles angeschlossen haben, weil wir müssen sowieso da hoch dann. Da kommen wir nicht drum rum. Gut, meiner. So, also wir brauchen 2 Förderbänder. Und das ist die eigentlich. Nee, wir nehmen das mittlere. Wir nehmen den mittleren. Hier oben bräuchten wir die dritte Reihe wahrscheinlich nicht, weil die wäre frei. Ich habe überlegt, ob wir es doch auf die rechte Reihe setzen. Aber das Problem ist, dann sind wir hier auf der rechten Reihe und ich sperre mir den Steg für das ganze Eisen und Kupfer und was unten alles ist. Ich glaube, das ist Kupfer, hier ist Kalkstein. Weil das könnte ich dann theoretisch auf die rechte Reihe draufsetzen. Deswegen machen wir das hier auf die mittlere. Das ist quasi die hier, genau. Jetzt habe ich genau da, wo ich drauf will, das drin gebaut. Okay, wir kommen da eigentlich gut rum. Ja, das passt. Auch vom Winkel her. Also, wie machen wir das jetzt? Ja, wir machen das genau. Geht es hier gerade raus? Ne. Hier müssen wir wieder mit Dreck 17 arbeiten, leider. Warum geht das nicht? Ach so.
Macht so aber keinen Sinn. Wir ziehen das Feld aber in die andere Richtung. So rum. Genau. Dann Fusionator. Dann haben wir halt da immer einen Fusionator draufstehen, aber gut. Wenn ich mal damit bekomme ich es gerade hin. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt. Jetzt ist das Band nämlich gerade. Das Überschussding kann weg. Und dann sind wir auch ordentlich ausgerichtet. Und dann gehen wir jetzt hier auch an den Rand hin, genau. Dann kann ich im Zweifel in der Mitte nochmal ein Förderband verlegen. Das würde gehen. Oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Ich würde sagen, wenn wir jetzt hier oben sind, ich nehme mal meine Sachen mit. Und das Quarz, da können wir erstmal hier bleiben. Wegschmeißen. Wegschmeißen. Holen wir uns die Festplatte da hinten auch gleich, weil die ist ja gleich da. Dass ich die nicht gesehen habe, wir sind auf dem Dach gekommen, oder nicht? Die Karte ist ja aufgedeckt. Da ist sogar noch eine lila Schnecke. Oh, da ist so ein Gift-Fettsack. Ah. Ja klar, 4 von den großen. Natürlich, noch mehr, bitte. Ja. Also von den ganz großen. Ja, jetzt kommt der da unten auch noch. Nee. Das war knapp. Ich meine, so viel Schaden machen die nicht, aber... Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich ja meinen Jetpack. Mit der normalen Waffe. Ohne Zielzug-Munition. Niemals. Ja, die klippen so ein bisschen ins Gelände rein. Ach, jetzt ist der auch noch da. Ist eine aufwendige Festplatte, aber gut, dann haben wir sie. Ja, und das ist auch so ein Strahlungsboy. Ich hab das gesehen, von wo das Geschoss links kam. Der, okay, macht doch ein bisschen Schaden. Der ist irgendwo da im Boden drin. Einer ist noch da, der ist aber irgendwo verschwunden. Gut. Bitte kein Strom, das wäre blöd. Kühlsystem, ich hab sie. Oh, ich bin so blöd. Ich hab sie unten liegen lassen. Was ist denn das da hinten? Ach so, servus. Hab sie unten liegen lassen, die Kühlsysteme. Gut, dann war das jetzt mal blöd. Ja, ich spiel's ja 2 Stunden. Ich hab die Stahlbetonträger ein bisschen volllaufen lassen. Da hatten wir ja massive Probleme. Gut. Dann gucken wir da gleich mal rein. Eigentlich wäre das super intelligent von mir. Oh, warum komme ich da jetzt erst drauf? Das gibt's gar nicht. Die ganzen seltenen Sachen, die ich habe, Kühlsysteme zum Beispiel, dass ich die gleich ins Netzwerk hochlade. Weil dann habe ich sie. Dann habe ich sie. Das müsste ich mal machen. Also ich sehe mich eher beim Kupferblech, bin ich ehrlich. Als beim Quarzcomputer. Weil das ist schon geil. Wir nehmen das. Okay, gut. Verkabeln tun wir aber trotzdem mal alles. Ja, das ist die Frage, wie. Oder wir nehmen die Mitte als Kabeltrasse. Ja, dann bleibt es die Mitte frei. Also die Mitte von der mittleren Foundation. Den stellen wir jetzt mal komplett aus. Und bei dem müssen wir mal schauen, wie viel würden wir denn brauchen für den Handgebrauch. Das ist halt jetzt die Frage.
dass es eingelagert wird. 22,5, das stellen wir jetzt mal ein. Dass der dann auch gleich richtig läuft, wenn wir unten sind. Nee, das wollte ich so nicht. Genau, dann bleibt es in der Mitte einfach jetzt meine Stromleitung. Gut, ich weiß jetzt nicht, die Förderbänder werden im Leben nicht reichen. Ich ziehe jetzt erstmal bloß. Eigentlich wäre es gut, wenn ich schon gleich beide mitziehe. Aber die werden nicht reichen. Ich ziehe es erstmal nur einzeln. Ich muss eh mal unten gucken, wie wir das dann machen halt. Das habe ich ja schon. Strom. Wie wir unten den 45-Grad-Winkel dann hinbekommen, ohne Unfälle. So, also, Moment mal. Das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir machen hier jetzt. Das müsste so passen, oder? Ja. Genau, wir machen jetzt hier den Durchbruch. Und ganz unten ein. Das wird jetzt ein Problem. Ob ich das hinbekomme? Mit dem 45-Grad-Winkel, weil ich kann die nicht drehen. Das müssen wir anders machen. Ja, müssen wir auch wieder ein bisschen tricksen. Jetzt habe ich den 45-Grad-Winkel wieder. Nee, Quatsch. Habe ich nicht. Wie machen wir denn das? Wir müssen das so drehen, ja. Dann lassen wir das jetzt erstmal so. Und hier kommt jetzt der Durchbruch hin. Jetzt, wo war der? Ganz links, ganz hinten. So, gell? Und jetzt müsste ich theoretisch, wenn ich oben ankomme. Für mich nicht. Weil das Förderband hat ja eine. Förderbandlift hat ja eine gewisse Höhe, bloß wie ich bauen kann. Wie ich ihn ziehen kann. Und ich kann den ja nicht ohne weiteres verlängern. Also man kann ihn schon verlängern. Das geht. Also jetzt mal als Beispiel. Das wäre jetzt das Ende. Dann könnte man einfach so anschließen, aber das schaut halt doof aus. Ihr versteht schon, wie ich das meine. Man kann das aber auch unendlich lange ziehen. Mit einem kleinen Trick. Den versuche ich jetzt zu machen, aber ich kann noch nicht oben ransnappen. Wie weit bin ich denn weg jetzt? Genau, jetzt müsste der eigentlich oben angesnappt sein. Und dann kann man den nämlich bis ganz runterziehen. Theoretisch, aber irgendwie passt der Durchbruch nicht ganz, oder? Hä? Komisch. Gut, ich muss mir das jetzt oben mal anschauen, weil theoretisch müsste doch jetzt das Erz kommen. Oder ist es oben noch nicht angeschlossen? Aber mit der Möglichkeit, mit diesen zwei Lochdurchbrüchen, kann man die Förderbänder unendlich lang ziehen. Aber das geht schon seit, weiß ich nicht, 3 Jahren oder so. Oder seit 2 Jahren, zumindest im Early Access. Also hier hoch ziehe ich mir definitiv auch mal eine Hypertube. Da könnte ich eventuell auch die Mitte da nutzen. Gut. Aber warum ist, hat der jetzt unten nicht wirklich durchs Loch gepasst? Es war doch genau gleich. Aber so geht das. Hoffe ich zumindest. Noch sehe ich kein Erz. Oh. Nein, nein, nein. War zu weit unten.
shit. Genau, jetzt muss ich den Kopf noch draufsetzen. Jetzt passt das. Und das, ich setze jetzt mal das Loch gleich noch für die andere Seite. Das war dann hier quasi. Genau, und dann, wenn das steht, kann man das hier wegmachen. Problem ist, man kann halt diese Dinger nicht mehr wegmachen. Auch wenn der... Es ist halt dann eine Einheit. Ich kann das jetzt nachträglich nicht mehr wegmachen. Ich könnte den Kopf wegmachen, ich könnte das Fließband wegmachen, aber ich kann den Durchbruch nicht mehr wegmachen. Da komme ich nicht ran. Oder ich bin zu blöd, das kann auch sein. Weil das ist das Einzige, was man sieht. Aber so haben wir jetzt theoretisch ein unendliches Fließband. Und ich muss nicht immer so zickzack machen. Genau. Also ein unendlich langes quasi Förderbandle. Also da ziehe ich mir eine Hypertube hoch. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das über den Strom mache. In der Mitte, ja. Komm her. Das Problem ist, das macht es halt ein bisschen schwerer, weil wir hier den 45 Grad Winkel drin haben. Und das ist das, was ich eben gemeint habe. Das passt irgendwie nicht. Es kann ja sein, dass es ein Anzeigefehler ist und nach dem Neuladen dann passt, aber ihr seht das, das sitzt nicht ganz drauf. Ja, und ich kann halt das einzelne Ding nicht abreißen, das ist es ja. Aber gut, so ist es. Ist jetzt auch kein Drama. Die obere, eigentlich könnte man das dann lassen, theoretisch. So, hier unten kann ich jetzt den Kopf ziehen. Und den kann ich jetzt, ja natürlich, ich kann halt immer bloß einen 45 Grad Winkel schwenken. Würde aber jetzt, boah, wir müssen ein bisschen aufpassen. Das könnte ein ziemliches Durcheinander werden. Das ist das, was ich auch dann gesagt habe mit dem Bauch. Wir schalten mal das Hilfssystem aus. So, ja, genau. Da haben wir halt das jetzt hier so. Und dann kommen... Das ist schlecht. Das müssen wir anders machen. Weil wenn jetzt dann da noch das Bauxit irgendwann kommt, habe ich ja hier gar keinen Platz mehr. Also das heißt, wir müssten das hier auf jeden Fall vergrößern. Dann haben wir hier halt den Knubbel. Gut, wir müssen es noch nicht übertreiben, aber... Ja. Wir machen das jetzt mal breiter. Da weiß ich jetzt auch noch nicht, wie das dann ausschauen soll. Das müssen wir mal gucken. Dass es so ein kleiner Umschlagsplatz ist, dass es da innen drin halt ausschaut wie Hulle, aber... Es funktioniert auf jeden Fall. Und gleichmäßig. Ja, das ist vielleicht ein bisschen arg groß geworden. Okay, ich gebe es zu. Das können wir dann nochmal kleiner machen. Es wäre halt gut, wenn ich... Das passt nicht. Wenn ich alle 6 Förderbänder schon unten hätte, auch wenn nichts kommt, damit ich einfach sehe, wie es dann ausschaut. Vielleicht mache ich das dann auch gleich. Was ich auf jeden Fall jetzt noch mache, ist definitiv das zweite Band noch herholen. Ja. Hypertube, definitiv. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wahrscheinlich steht sie dann, wenn ich nicht mehr hoch muss. Aber ich dachte eigentlich... Oh, das war verdammt knapp. Also ich müsste doch jetzt theoretisch trotzdem da oben ankommen. Das ist immer noch so weit weg. Jetzt geht's. So, wir müssen den auf jeden Fall drehen, dass er passt. So, genau. Das ist übrigens die maximale Länge. Mehr geht's normalerweise nicht. Und dann kann man das, je nachdem, wenn man das nicht mit dem Durchbruch macht, kann man das folgendermaßen machen. Entweder, wenn man halt 3 Förderbänder nebeneinander hat, bleibt eigentlich einem nichts anderes übrig, als das dann immer so zu machen. Genau, und dann nach innen und so. Weil da verliere ich dann, dann bin ich halt sehr tief. Dann verliere ich aber an der Breite nichts. Weil wenn da noch ein Förderband runter muss, geht's nicht anders. Man könnte das dann aber auch so machen. Wenn es plus 1 ist, dass man es so schräg immer macht, dann ist es nah an der Wand dann, aber dann kann ich auf der anderen Seite kein Förderband mehr runterziehen. Kein Lift. Deswegen macht das so schon Sinn. Wo ist denn jetzt der Durchbruch hin?
Ach nein. Habe ich gar nicht gesetzt, oder? Oh, jetzt darf ich nochmal hochgehen. Ich seh durch. Also bei dem passt irgendwas nicht. Wir schauen gleich mal, wie es beim anderen ausschaut. Oder? Ist der falsch rum? Ist das Material normalerweise innen? Und der Lift ist einfach bloß um 180 Grad gedreht? Dass der quasi so ist. Nee, der muss schon so. Und das passt auch nicht. Und ich habe keinen Schleifpunktträger. Aber das passt nicht ganz, gell? Aber gut, besser so als gar nichts. Dann mache ich da einfach noch. Also die Reihe kann auf jeden Fall weg. Das gefällt mir nicht ganz. Aber vom Platz her sollte das da unten jetzt passen. Also das da unten wird nicht gut ausschauen, das kann ich gleich sagen. Wir brauchen da einfach sehr viel Platz, dass wir dann ordentlich hier rauskommen. Mit 6 Förderbändern, mindestens. Tendenziell, also mindestens 6, optimal 8. So, und du musst jetzt hier. Wir könnten das vielleicht mal so machen. Also 1. Aber mir kommt das so vor. Also, das ist jetzt mittig. So, und der geht aber schon mehr oder weniger in die zweite rein. Und hier? Ne, das passt schon so. Genau, und da kommt nichts, da kommt die Hypertube. Dann mittig und dann so. Wir haben jetzt hier die ganzen Anschlüsse. Jetzt gleich mal anschauen. Irgendwie Abstand, Abstand zusammen, zusammen, Abstand, Abstand. Ja, passt. Gut. Wunderbar. Das heißt, du musst. Moment mal, wir machen das jetzt so. Ich probiere das Gebäude so klein wie möglich zu halten. Hier haben wir. Bekommen wir das so hin? Nee. Also wir würden es hinbekommen, wenn wir ein bisschen ineinander gehen mit den Förderbändern. Will ich aber nicht. Dann ziehe ich das Ding lieber eins weiter vor. Obwohl, das können wir eigentlich lassen. Genau, das ist, könnte ich mir jetzt vorstellen, das Beispiel Bauxit. Nee, das geht nicht. Aber so können wir es lassen. Genau, passt. Also, das schaut hier unten wild aus, aber gut. Genau. Eins, dann haben wir jetzt nämlich hier in der Mitte. Die zwei. Genau. Das sind die beiden hier mit dem Abstand. Also das will so nicht. Das muss man freihändig machen. Ich versuche, dass es halbwegs klappt. Das ist halbwegs ordentliches, aber gut. Lass ich einfach am Ende des Tages keinem anschauen. Aber das ist halt so ein. Ah! Hier wird's eng. Das müssen wir anders machen. Das darf sich halt am Ende des Tages keiner anschauen. Warum kann ich dich jetzt nicht drehen? Jetzt.
Das ist übrigens ein falscher, wir brauchen ja da wieder einen Dreier. Jetzt geht mir das aus. Aber ihr versteht das Prinzip, oder? Dann mache ich das nämlich hier weg. Und es schaut auch gar nicht so schlecht aus. Also, ja, finde ich jetzt. Architektur, ne, Moment mal, Foundations. Die Dreiecke. Gibt es die eigentlich auch als nur Dreiecke? Nicht, dass die irgendwie abgeschrägt sind? Das ist ja total dumm. Ja, weil so passt es nämlich jetzt nicht. Was nicht passt, wird passend gemacht, das sehe ich schon. Da habe ich schon eine Idee, wie wir das machen. Ich hoffe, das funktioniert. Aber warum eigentlich auch nicht? Ja. Wie bekomme ich jetzt die Lücke geschlossen? Wir machen es doch so und nutzen das hier so als, dann kann das hier übrigens alles weg. Also final fertig ist das noch nicht, das ist klar. Ja, keine Ahnung, als Lampe oder so, dann können wir ja da, also Lampen, Deckenhalterung für eine Lampe oder so, für eine kleine, wenn das geht. Kann man die nicht an die Wand hängen? Also so richtig an die Wand hängen? So als LED-Leiste quasi. Dann kann ich das, finde ich, das jetzt einstellen. Ja, oder wir hängen es dann einfach so hin. Weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Also weiß ich nicht. Es ist auch nicht symmetrisch übrigens, by the way. Mit den Zacken. Ja, das ist halt der Nachteil mit den 45 Grad Winkeln. Müsste ich nämlich jetzt hier. Guck mal, da hinten. Hier müsste jetzt eigentlich die Seitenwand her. Komme ich gar nicht hin. Da muss ich tatsächlich erstmal. Ja, gut, dann machen wir es halt gleich so: meinen Rahmen hinmachen. Also, da bin ich gespannt, was ich da zusammenfusche. Wenn das mal fertig wird. Zack. Wir sehen auch schon, das muss noch ein bisschen breiter werden. Oh. Vielleicht lasse ich den Rahmen doch. Vielleicht mache ich daraus doch eine Betonoptik. Das ist da hinten nochmal weg, weil dann schaut es nämlich hier gleichmäßiger aus. Ja. Und dich bekomme ich jetzt trotzdem nicht mehr zu, ja, weil da kein. Doch. Nee. Hm. Das ist natürlich alles sehr, sehr blöd. Aber vielleicht lasst mir das ja auch oftmals Durchgang. Höhe oder was weiß ich. Können wir eigentlich machen. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal drei Zapfen. Und das als Eingang. So. Habe ich schon eine Tür? Ich hätte halt viel mehr Optionen. Ich hätte gerne sowas als halbe Tür zum Beispiel. Weil die passt da jetzt natürlich nirgendwo rein. Obwohl. Ich kann die jetzt unten nicht hinsetzen, weil das nicht ausgerichtet ist. Wenn ich das aber jetzt so mache. Würde es gehen. Also, falsche Optik. Aber. Dann haben wir aber innen so einen kleinen Durchbruch. Und da muss eigentlich das Förderband durch. Aber das wäre am, würde mir am besten gefallen. Da rein. Aber was will ich da unten, wenn ich ehrlich bin?
Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine ganz gute Idee. Wir müssen nämlich hier oben auch noch ein Stockwerk drauf machen, dass wir den Unfall hier verkleiden. Genau. Und dann geht es nämlich hier. Schon wieder viel zu lang, oder? Ja, egal. Transport. Wir brauchen ja erstmal. Wie war denn das jetzt hier mit dem Abstand? Habe ich noch keine Wandhalterung? Habe ich noch keine Wandhalterung für die Haufen? Ah, Verwaltung, ist es da vielleicht? Ja. Thank you for purchasing a license for these Fix-It Awesome Shop products. Genau, und dann gehen wir so ein bisschen über das Kabel nach oben. Ja, und ich würde hier oben auf jeden Fall nochmal eine Etage drauf machen, damit man das hier nicht so sieht. Und dann wäre es ganz cool, dann könnten wir das nämlich doch als Eingang nutzen hier. Wenn wir hier so reingehen, müssen wir mal gucken, wie das gleich ausschaut. Wir kommen es halt nicht vernünftig hin, ja, das ist halt das. Hier so hoch. Wahrscheinlich ist es trotzdem mit das Geschickteste, was man so machen kann. Man kann es noch ein bisschen verkleiden mit den kleinen Foundations, das geht schon. Dann hier eine Wand hin, damit man nicht reinschauen kann. Genau, also so eine dann hier hin. Würde was hinmachen, wenn ich das von der Seite aus mache. Aber ich muss eh nochmal rein, weil ich das Förderband verlegen muss. Irgendwie so will ich mir das vorstellen. Oder wir machen nicht die Treppe, sondern habe ich noch gar nicht freigeschalten, oder? Doch. Die ist nämlich ein bisschen kleiner und cleaner. Aber das, was jetzt geil wäre, wenn ich die ziehen könnte. Obwohl, Moment mal, wenn ich jetzt sage, warum snapst du jetzt nicht unten dran jetzt? Muss mal ganz kurz was gucken. Wenn ich dich jetzt noch eins höher mache. Welche Höhe hat denn das jetzt, dass ich da mal gucke? So kann ich das lassen. Genau, dann kommt hier die Ebene hin. Dann kommst du halt einfach nicht dahin, sondern da oben drauf. Genau. Zack, zack. Und dann kommen hier überall noch die richtigen Durchbrüche hin, die auch noch was ausschauen. Logistik, die hier, genau. Dann passt das. Da ist die Treppe, die geht dann hoch. Und hier können wir das Zickzackmuster ja weitermachen. Und hier können wir ein bisschen gucken, dass wir vielleicht dann mit den halben Foundations arbeiten. Ja, ich glaube, das passt, wenn wir da durchfallen. Nee. Dann kommt man da von unten. Wenn das jetzt fertig ist, glaube ich, kann das gar nicht so schlecht ausschauen. Kann ich da noch laufen? Sehr knapp. Aber es würde gehen. Oder wir nehmen hier dann einfach noch mal eine halbe Foundation, müssen wir mal gucken. Ja, also man kann es mit Sicherheit besser machen. Aber so geht das. Genau, und dann kann ich nämlich hier
kann ich nicht, weil ich das nicht hinbekomme. Ich muss das auch wieder mit Beton verkleiden. Durch die Fenster kann ich halt wieder durchschauen und schaut alles wieder so mies aus. Aber dann könnte man das so... Ja, irgendwie so, oder? Ah, das war zu weit, das auch. Genau, da hinten muss ich dann mal gucken. Aber ja. Das ist schlecht, das ist auch zu weit. Irgendwie so. Und dann können wir auf jeden Fall oben, also da können wir dann nochmal eins machen, oder beziehungsweise sogar zwei. Ist halt jetzt total Freestyle gewesen, das ist klar. Und da können wir jetzt als Abschluss oben drauf, müsste es eigentlich funktionieren, den grünen Rahmen ziehen. Ein bisschen verkleiden, also ein bisschen besser machen kann ich es noch. Werde ich dann auch. Na, komm. Und die hier, zack, zack. Zack, zack. So, wenn man es von da hinten kommt, dann sieht man schon, okay, da ist irgendwas. Es ist noch nicht ganz fertig. Ja, okay, gebe ich zu. Dann könnte man es auch hier ein bisschen besser machen mit Dreiecken. Dass die Fläche besser ausschaut. Also so zum Beispiel. Aber nicht mit denen. Ich muss hier nochmal ein Dreieck her. Ach nee, Quatsch, Moment mal. Das hier ist mein Steg. Aber hier. Man könnte ich theoretisch hier nochmal eine Wand hinsetzen, damit es einfach gleichmäßiger ausschaut. Die hier durchziehen, nach hinten, dass es als verkleidet ist. Man sollte das passen, also so ungefähr stelle ich mir das vor. Genau, dann kommt man da an und denkt, oh ja, passt. Und irgendwas lasse ich mir da einfallen. Hier. Dann kann man hier hochgehen. Also das kann man dann auch noch zumachen, damit man das nicht sieht überall. Macht aber jetzt noch keinen Sinn, weil ich muss nochmal durch wegen den Förderbändern. Ja, weiter hoch kann ich leider nicht, weil sonst bin ich in der Treppe drin. Hm, ja. Irgendwie so. Ich könnte auch theoretisch die, was ich auch machen könnte, was sogar noch cleaner wäre. Da komme ich auf die Idee, warum komme ich da nicht jetzt erst drauf eigentlich? Die Hypertube direkt darunter legen, dass die hier anschließt. Dann gehe ich hier rein, dann muss ich nicht eine Treppe hochlaufen und gleich mit der Hypertube hoch. Genau. So werde ich das dann irgendwie machen. Gut. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.